In Albanien bleiben die Sozialisten an der Macht. Edi Rama beginnt eine dritte Amtszeit als Ministerpräsident. Angaben der Wahlleitung zufolge errangen die Sozialisten bei der Wahl am Sonntag 74 der insgesamt 140 Parlamentssitze. Zweitstärkste Kraft ist die Demokratische Partei, die künftig 59 Abgeordnete stellt. Rama, der seit 2013 im Amt ist, sagte, sein Traum sei es, aus Albanien das Urlaubsland auf dem Balkan sowie die Nummer 1 in der Region in Energie und Landwirtschaft zu machen. Für Ramas Sozialisten entschieden sich am Sonntag 49% der Abstimmungsberechtigten. Die Demokratische Partei kam auf 39%. Albanien wird bei der Europäischen Union als potenzieller Beitrittskandidat geführt. Um einem EU-Beitritt näher zu kommen, erwartet die Europäische Kommission unter anderem ein verbessertes Rechtssystem in dem Land. Der albanische Staatspräsident Ilir Meta unterstrich in einer Ansprache den reibungslosen Ablauf des Wahlsonntags. Ich habe dafür gesorgt, dass der 25. April ein ruhiger und friedlicher Tag ohne Gewalt, aber mit großer Beteiligung bei der Ausübung des Wahlrechts war. Edi Ramas unterlegener Widersacher Lulsim Bascha von der Demokratischen Partei sprach von einem Wahlmassaker. Bascha wirft den Sozialisten vor, Stimmen gekauft zu haben.